Hallöchen, komme ich doch noch zu meiner sogenannten Sendung, denn jetzt ist auch Kylo Ren in seinem kompletten Kostüm angekommen, auch sein Helm ist wieder da, sein Sword ist jetzt im Moment nicht da, weil im Sword geht es nicht um seinen Saber, nein, es geht um seine Kluft. In Teil 8 wird er das alles nicht mehr so anhaben, wenn man sich das anschaut, wird er komplett anders gestaltet sein und es wird hier auch ein Cape an seiner Schulter befestigt sein. Also, Kylo Ren haben wir jetzt Gott sei Dank in unserer Cosplay-Sache. Ist wunderbar verarbeitet, wunderbarer Stoff. Auch Unterkleid ist alles wunderbar. Er steht hier also nicht nackend. Ja, er ist also wunderbarer Stoff. Kann man also als Cosplayer wunderbar tragen. Der Reißverschluss ist wunderbar versteckt, sobald der zu ist. Das ist jetzt die Einfachvariante. Dafür haben wir uns entschieden, weil die ja auch, wie gesagt, als Cosplay zwar zum Tragen auf meine Körpergröße zugeschnitten und ihr habt ja auch, oder ihr seht gleich im Anschluss dieser Sendung nochmal so ein Take von dem Shop aus, in dem wir ja, besonders ich, euer Medienkanzler, agiere. Wie gesagt, wir können bis A4 4K arbeiten. Und wie gesagt, das ist Kylo. So, Kylo, hier komme ich mal zu einem Ritter von Ren. Ritter von Ren ist auch wunderbar verarbeitet, hat auch schwarz hier. Torso ist also nicht so fleischig zu erkennen. Man kann also hier noch wunderbar arbeiten. Er hat natürlich die normale Kluft an, die normale Ausgehkluft, die wir ja alle kennen in verschiedenen Farbtönen. Das hier ist jetzt halt wieder schwarz, weil das halt zu Kylo gehört. Kylo und die Ritter Rain, Kylo ist ja auch kein echter Sith, so ein leicht abtrünniger, hat halt die Gene von seiner Mutter, Leia, die Prinzessin, und jetzt General, und hat halt auch die Gene von Han Solo. Die Ritter von Rain sind halt noch nicht so aufgetreten, und er hier, unser Kylo, ich will hoffen, dass er gut in der Kamera drin ist, sonst muss die Kamera gleich gefahren werden. Hier muss also auch noch Hand angelegt werden an diesem Kostüm, weil das ist alles noch nicht so, wie man sich oder wie ich es mir persönlich vorgestellt habe. Sitzt zwar hier oben, das ist richtig, sehe ich gerade, ja, sitzt, also hier ist es gerutscht. So, ja. Also so müsste er dann auch später den Kill sozusagen, oder den, ja, er hat halt hier oben angesetzt auch sein. Er rennt also auch so rum wie Darth Vader. Ja, Darth Vader kam auch in seiner Kluft, aber wir haben ja schon gesehen, dass der Helm an sich, könnt ihr euch wegdenken, bald in Episode 8, 9 wird er wohl schätzungsweise ohne diesen Helm oder er wird einen neuen bekommen, je nachdem, der alte ist zertrümmert. Hat man uns ja schon gezeigt. Er kommt ja auch mit neu bei Vanity Fair, konnte man ja bei den Fotoarbeiten sehen, dass er ja schon ohne da stand, dass er da so dramatisch sich hat ablichten lassen bei Vanity Fair. So, wir sind halt bei den Cosplayern. Ich bedanke mich total und recht herzlich, dass die Cosplayer da waren, dass die hier waren. Leider kann ich nicht in einen Verein mit rein. Das geht firmentechnisch nicht. Das wurde mir auch so erklärt vom Steuerberater, nicht vom Verein. Der Verein, weiß ich nicht, ob er jetzt nicht, ich habe seitdem also keinen Kontakt mehr, weil ich ja leider kein Mitglied bin vom Verein. Selber einen Verein gründen wäre natürlich eine tolle Geschichte, wenn das möglich wäre. Es wäre auch wunderbar oder wunderschön, wenn irgendwelche Cosplayer Lust hätten mitzumachen. Wie gesagt, diese Figuren sind jetzt outtake, die sind jetzt raus aus dem Shop. Die Ware wird auch aus dem Shop genommen werden. Wir gehen jetzt auf den Juni zu, das war der Mai. Wir haben den 25.05. 40 Jahre den Film Episode 4 gefeiert, konnte man den Verein auch beim WDR sehen. Der Verein nennt sich Star Wars Fans Dortmund e.V. Ja, dann waren noch andere hier aus Herne. Das waren nicht, die hatten einen anderen Namen, Star Wars sowieso. Ja, also wie gesagt, Kylo hier und auch Raven. Wäre nicht schlecht, wenn die mal so auftauchen würden. Ich habe auch gerade noch mit München gesprochen. Finde ich auch nicht schlecht. Ich habe also, wie gesagt, mit München gesprochen
Und der ist ja der Nihilist, der Herr des Todes. Er hier ist ja kein echter Sith. Also an sich sind ja hier Revan und Nihilist und wie die alle geheißen haben, Revan besonders, an sich filmfähig. Das wäre schon was, wenn die da was machen würden. Wie gesagt, dieses Kostüm gefällt mir noch nicht, weil das ist nicht so, wie ich es haben will. Also es müsste hier, dafür suche ich halt noch, also hier müsste irgendwie mit Warp gearbeitet werden, mit einem neuen Panzer. Aber ich denke mir was aus, also die Figuren werden auch anders, ich besorge mir irgendwelche Panzerungen. An den Figuren wird jetzt, deswegen sind die Outsays, also sie sind nicht zu sehen. Außer ihn hier, den kann man zwischendurch reinholen, er wird wohl auch Rey bekommen zu Weihnachten. Also wir werden jetzt immer so zwischen September, Dezember, statt weihnachtliche Sachen werden wir Star Wars machen, zwischen September und Dezember. Und dann ist die Ware auch zu kaufen, kein Thema. Ich habe ja schon mal gesagt, wer mitmachen will, ja, wer dabei sein möchte, der kriegt auch Prozente. Der kriegt ja alles ein bisschen wesentlich günstiger. Ja? Sollte nur ehrlich sein und sollte auch wirklich Spaß haben und nicht einem die Zeit klauen, weil die meisten klauen einem die Zeit, gucken sie sich dann an, kann ich auch mal mitnehmen, ich will auf eine Geburtstagsparty. Natürlich könnt ihr die Sachen auch für eine Geburtstagsparty mieten, ist ja kein Thema, ist ja klar. Aber nicht umsonst, das geht nicht. Es geht nicht umsonst. Wir können auch keine Werbung machen, wenn wir die Leute nicht kennen. Wir können also nicht sagen, hey, da haben wir jemanden, nee, das geht nicht. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wer er ist. Ich weiß auch nicht, ob dort richtig gesungen wird, ob das irgendwie Playback ist, weil mit Musik und Künstler aus allen Sparten kann man richtig Ärger haben, außer wenn das waschechte Künstler sind, so wie DJ Valdez aus Malaysia, da war, das war wenigstens alles echt, alles ehrlich, da konnte man wunderbar arbeiten und es hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, da was mit ihnen, mit ihm zu machen. Ich habe zwar kein Wort verstanden, was er gesungen hat, es waren irgendwelche Liebeslieder. Ja, also wie gesagt, das ist Cosplay, macht richtig Spaß, damit zu laufen, zu arbeiten, auf einer Kostümgeschichte dabei zu sein, reicht vollkommen aus. Das Plastik ist vollkommen in Ordnung, die Dramaturgie wirkt. Hier ist Netz eingearbeitet, man kann diesen Helm halt auch mit der 3D-Brille, habe ich vorhin getestet, ins Kino gehen. Ob man dann 2,5 Stunden aushält oder 2 Stunden, 3 Stunden, je nachdem welchen Film man da guckt, weiß man nicht. Also hier war ja 132 Minuten, ich weiß nicht, ob man mit bei 132 Minuten mit dem Helm und der 3D-Brille hier drin eingearbeitet im Kino sitzt und schwitzt. Jeder weiß, dass Film-Fotoarbeit echt Arbeit ist und im Hintergrund eh alles immer anders aussieht, wie jetzt hier in dieser Filmgeschichte. Ich begrüße euch total recht herzlich. 40 Jahre Star Wars. Davon ist jetzt hier Kylo der Einzige, der, wie gesagt, jetzt dazugehört. Im Andris Ritter von Rain, ja, ist so im Andris, Revan natürlich überhaupt nicht. Revan wird also kaum wohl von Disney beachtet werden, ist wohl der einzige Lord, der mal auf der guten, wie auf der, also auf der hellen, wie auf der dunklen Seite war, wird wohl der einzige Lord sein, der wohl nicht mehr, wenn wir Pech haben, nicht mehr auf die Leinwand kommt. In 2 Tagen, also in 200 Tagen ist Kylo zu sehen. In 200 Tagen kann man mit Kylo rechnen, aber ohne Maske. Einige Hersteller oder einige Firmen, da kann man schon gar keinen mehr bestellen, keinen Helm. War unheimlich schwierig ranzukommen. Diese Helme sind natürlich mal wieder durch Amazon so angeliefert worden, dass man am liebsten meckern hätte wollen. Also wir haben einen riesen Test gemacht. Ich habe ihn persönlich durchgeführt. Bei Amazon ist viel Ware angekommen, aber die Ware konnten wir uns auf eine Art klimmen. Also wir vermissen das Fachgeschäft, wo wir reingehen können, wo wir fachsimpeln können, wo wir uns die Ware anfassen. Ja? Aber haben wir versucht, aber wenn die Kinder fragen, oh, sind sie Fan? Nee, wir sind keine Fans. Wir haben an sich versucht, die Ware den Cosplayern näher zu bringen, aber klappt wohl nicht. Irgendwie hat sich alles ja, verändert. Man will kein Fachgeschäft mehr, man möchte nicht mehr in ein Fachgeschäft, man möchte die Ware gar nicht mehr anprobieren. Ja? Einige sagen, musst du selber nähen, aber wenn man keine Zeit hat, das zu nähen, das sind ja an sich einfach nur Faltstoffe,
die drapiert werden, ja, die dann stramm gezogen werden. Ja, jetzt hier vielleicht noch einen dicken, schönen Ledertorso, und wäre die auch schon ein guter Sis. Ja, ist also auch schon ein guter Sis, ein unbekannter Sis halt, den man halt auch verändern könnte. Ja, zum Beispiel. Bei ihnen brauchen wir nicht mehr viel sagen, Rivan. Da muss, sieht jetzt schon dramaturgisch aus, ja. Da ist jetzt durch die Puppe leider vergessen worden. Mache ich mal so einen kleinen Blödsinn hier. Ne? Man könnte ihn dann auch noch so verändern. Ne? So, man kann also eben alles machen. Man kann hier so richtige Schweller nähen, die hier an mit Druckknöpfe. Hier auch so ein Schweller, der an sich hier dran kommt. Natürlich nicht so, ist klar. Ne? Kommt mir so vor wie eine Modesendung. Ich verkaufe euch jetzt Mode. Ne? Also, wenn das jetzt einer sieht, soll noch umgebaut werden. Also die Handschuhe hier noch so richtig mit Warp, mit guten Sachen ausgepolstert. Hier ist der Stoff schon wunderbar. Also auch schon viele Kunden gesagt. Der Gürtel ist auch in Ordnung. Könnte, ja doch, ist gutes Leder. Ist also gut gemacht. Auch die Hose ist also wunderbar. Man kann gut damit cosplayen, ja, aus dem Kilt sozusagen. Eine Unterjacke ist also auch wunderbar, ja. Also ist also auch hier zwar angedeutet, ist aber auch gut. Kylo, einfach nur klasse, kann man nicht anders sagen, kommt gut rüber. Kann man auch zu Karneval nutzen, für Feste nutzen, also ihr könnt auch den Verein, der hat heute geschrieben, den Verein könnt ihr mieten, ja, die kommen dann vorbei in Kostüme, für Hochzeiten, alles was man, ja, auch uns kann man mieten, wir kommen dann hier als Kylo, als Rivan oder als Ritter von Ren, ja, also wir bemühen uns dann auch, authentisch zu sein, ja, rüberzukommen, ja. Ja, das dazu, zur Sendung. Wie ihr seht, war ich mal wieder alleine in der Sendung. Ging nicht anders, weil der Schauspieler hatte am 25.05. Geburtstag. Auf dem Weg hatte ich ihm nochmal gratuliert. Die anderen waren in der Vorbereitung des Kostüms in Köln, in Frankfurt und in München, weil ja die Con, Kostümcons, Comic-Con, sogar in Orlando war eine Con, die konnte man bei Sci-Fi mal in den Hintergrund tauchen, sich dann im Hintergrund umsehen, wie man ein Akteur wird, ein Zeichner wird. Lee war da, der berühmteste aller Marvel-Zeichner. Ja, es waren also einige Berühmtheiten da. In Köln habe ich jetzt keine Berühmtheiten gesehen, Frankfurt auch nicht so. Ich spreche die ganze Zeit von einem Verein, Star Wars Fans Dortmund e.V., die wollen ja auch eine Con machen. Geht einfach mal hin, schaut sie euch an. Die ist am 5. und 6.8.2017, also im August. Jetzt haben wir ja erstmal Sommer. Und Sommer bedeutet Ruhepause. Jeder macht irgendetwas. Star Wars ist ja auch meistens immer nur im Mai. Und ab Juni, Juli, August ist Ruhe. Und jetzt haben wir halt auch Ruhe. Ein bisschen Highlights kommen ja, ein paar Informationen kommen, ein paar neue Bilder kommen, neue Cosplay, also neue Kostüme kommen, wo man hineinspringen kann und sagen, hey, bauen wir das nach oder nähe es mir neu oder ich nähe es mir neu. Die es können, fantastisch, die es können. Und man hört ja auch, dass man lieber in der Sith-Lounge zu Hause ist, also beim Imperium lieber lebt, statt in der Rebellion. Man rebelliert halt nicht so gerne, obwohl Rogue One, die Sachen sahen ja auch nicht schlecht aus, ja, wenn die da anfingen zu rebellieren. Also so schlecht sah das ja gar nicht aus. Lass uns mal schauen. Also im Moment ist es ziemlich ruhig. Also dieser Hype, der angeblich, der findet nur in seiner sogenannten Seifenblase statt, in einer sogenannten Internet-Lounge. In der richtigen, wahren, echten Lounge, im realen Leben, da ist das also nicht so. Viele erschrecken sich, warum sieht der so aus? Uah. Ich finde, der sieht gut aus, aber egal. Dass ich jetzt in keinem Cosplay-Kostüm hier agiere, hat seinen Grund.
weil ich ja an sich über die Figuren hier sprechen wollte und wie gesagt auch über die neuen Figuren. Wir haben uns spezialisiert auf Sideshow, Hot Toys und halt Kabuki und Bandai und ein bisschen Hasbro, aber Augenmerk mehr Sideshow, Hot Toys. So, wer also Interesse hat, bei uns vorbeizukommen, ihr wisst ja, wo wir sind. Jeder ist immer noch total und recht herzlich willkommen, dabei zu sein. Das war die Sendung, zwar kurz und bündig, weil keine Zeit, also die Cosplayer hatten keine Zeit, der Schauspieler hatte leider Geburtstag, auch keine Zeit. Und die Vereine waren sich noch nicht so einig, ob sie sollen, weil ein Verein muss erst diskutieren, deswegen passen wir als Firma in eine Diskussionsrunde nicht rein. Wenn wir was machen, machen wir es oder wir lassen es, aber wir fangen nicht an zu diskutieren. Wir müssen auch kein Gremium anrufen, wir müssen auch keine Runde erzeugen und abstimmen, ob was gemacht wird oder ob was nicht gemacht wird. Bei uns wird das nach Lust und Laune entschieden und wir machen es dann. Ja, und ihr sollt Spaß haben, wir wollen Spaß haben, wir wollen mit den Figuren hier agieren, arbeiten und uns erfreuen an diese Figuren hier. Ja. Das ist das, was wir wollen. Ne? Wir wollen Spaß haben und dann die Sachen auch mal anziehen und dann selber cosplayen. Wir wollen auch eine Cosplay-Sendung machen, beziehungsweise wir wollen auch eine echte Convention machen, wo alle Cosplayer eingeführt werden und vorbeikommen können, aber richtig dann in einer richtigen Halle, Messe, schauen wir mal. Also das möchten wir schon. Ja? Und wir haben uns ausgedacht im Jahre 2025, weil dann feiern wir ja auch 50 Jahre Star Wars und dann könnten wir ja vielleicht so einen Oberbegriff machen, Star Wars und der Rest des Universums. Und da könnten ja dann alle Cosplayer erscheinen, die wunderbare Cosplay-Kostüme haben und halt diesbezüglich diese auch vorstellen würden wollen. So, ich bedanke mich. Es war unheimlich nett mit euch einen ganzen Monat visuell gearbeitet. Vor allen Dingen die da waren, möchte mich total recht herzlich bedanken, die da waren. Ja, dass man leider jetzt keinen Kontakt mehr hat, ist klar. Jetzt geht es in die Sommerpause. Die machen jetzt alle ihre eigenen Sachen. Und nächstes Jahr, Mai, also heute in genau einem Jahr, sehen wir uns dann noch einmal bei Han Solo. Mal schauen, was man über Han Solo, über den neuen Han Solo dann sprechen kann. Natürlich werden wir auch zu Weihnachten hier über Kylo, vielleicht werden wir auch selber wieder in Kylo schlüpfen. Vielleicht finden wir ja auch eine Darstellerin, die dann in unser anderes Kostüm schlüpft. Wir müssen dann nur gucken, welche Größe wir da einkaufen. An sich hatten wir gedacht an S, aber S könnte knapp werden, lieber M. Ja, das ist auch eine junge Frau. Bei der sommerlichen Arbeit sage ich herzlich willkommen. Die Tür ist weit auf, alle schauen mich an. Sie wissen nicht, warum ich jetzt hier spreche. Ich spreche in die Kamera, wisst ihr ja. Und Gott sei Dank ist dieser sogenannte Brummton. Ihr hört vielleicht so ein leichtes Zirpen, ist natürlich der Wahnsinnsgrill unter der Decke, also Ventilator am Wedeln, damit es ein bisschen kühler wird. Denn jetzt kommt die Sommerpause. Wir kaufen zwar noch ein paar Figuren ein, stellen die auch vor, weil durch Zufall ist heute schon ein Teil gekommen. Ein Überraschungsteil und es geht auch schon wieder los. Ihr wisst ja, bei uns ist Industrie 4.0. Wir haben Sommer, wir haben 35 Grad. Der Quirl unter der Decke pustet auch. Ich möchte mich auf diesem Weg erstmal verabschieden in die sogenannte Sommerpause. Ich möchte euch aber noch, weil die Idee bleibt bestehen, dass wir mal selber sowas machen. Wenn ich das wieder finde, weil ich habe jede Sekunde hier was zu tun. Hinter mir ist ein wahnsinniges Paket. Mal schauen, was drin ist. Das sind so die Restbestände. Wir wollten ja eine super Sendung machen. Hat nicht hingehauen. Schauspieler hatte keine Zeit. Der Verein, der da war, der Dortmunder, kann ich leider nicht beitreten, weil Firmen treten keinen Verein bei. Yippie! Yeah! Wahnsinns-Ding hier. Ja, das ist toll. Somit hat der Kylo auch seine Maske mehr. Denn wir hatten die verkauft. Die Kylo-Maske ist da. Wir verzichten auf Elektronik und das Ganze, weil die Elektronik funktioniert ja sowieso. Ja, somit ist Kylo auch wieder, somit hat der Kylo auch wieder eine Maske, eine einfache Maske, weil es ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass in Episode 8 Kylo keine Maske mehr tragen wird, denn dann wird die auch total zertrümmert sein. Ist auch schwer wieder zu bekommen. Wir wollten halt diese Maske nochmal haben.
die wir dann sicherlich nochmal bearbeiten. Ja, hat also auch seine Druckköpfe hier, so Patsch. Ne? Kann man noch verfeinern, vielleicht noch beispachteln. Hier, ja, für die ganzen Cosplayer. Man kann aus dieser Sache ja sicherlich noch was machen. Ne? Reicht also vollkommen aus, um den Kylo darzustellen. Ne? Reicht vollkommen aus, um den Kylo darzustellen auf einer Cosplay-Geschichte. Wie gesagt, ist halt noch umbaubar. Ne? Der Helm ist halt noch umbaubar. Viele haben ja hier das eingebaut, wie er aufging und das alles. Wie gesagt, Kylo, als Kylo-Darsteller kann man nur sagen, reicht vollkommen aus. Könnte man, ist auch gepolstert. Innen drin sind richtig dicke Polsterstücke. Ja? Man kann also oben auch vielleicht auch noch ein Polsterstück machen. Aber er sitzt gut, ist zum Agieren, zum Arbeiten vollkommen okay. Es muss nicht unbedingt die teure sein. Wir hätten auch die richtige kaufen können für 998 Euro. Wir haben uns für diese entschieden, weil mit dieser könnte man sogar ins Kino gehen. Vorne die 3D-Brille einarbeiten. Ja? Wenn hier drin jetzt die 3D-Brille ist, könnte man im Kino dann wunderbar arbeiten und machen und tun. Ich begrüße euch total recht herzlich als Kylo. Als Kylo. So, jetzt haben wir den Kylo. Wir haben den Kylo wieder da. Wir haben Revan-Maske da und eine Maske von den Rittern von Rennen. Ja, so. Ja, da die Leute immer, ne? Ja, vollkommen in Ordnung. Dieser Helm ist zwar schon mehrfach benutzt worden, ist auch total verklebt hier oben. Ne? Also mittlerweile bekommt man durch Amazon minderwertige Qualität geliefert, muss man auch mal sagen. Also diese Maske wird halt auch nicht verkauft, war die letzte bei dem Anbieter. Wir verabschieden uns vom Online-Kauf. Wir haben jetzt so viel getestet, wir haben so viel Murks durch Online erhalten. Wir werden uns jetzt nur noch darum kümmern, die das wirklich verkaufen vor Ort, wo man das dann vor Ort kaufen kann, sich an, also die Ware anfassen und zur Kasse gehen, mitnehmen. Wie gesagt, das hier ist nicht so schlimm, kann man ja durch einen Spezialisten vielleicht noch verändern lassen. Ja. Hauptsache, man sieht dann auch wirklich aus wie Kylo Ren. So, die Figuren stehen, die zeige ich euch auch, wo die stehen, weil hier aus dem Verkaufsraum ist jetzt alles raus. Wir feiern kein Star Wars 40 Jahre mehr, ist vorbei. Der Force Day ist vorbei, also im Mai ist vorbei. Wir hatten Conventions, die machen noch. Die GdoCon 2017 wird in Dortmund noch gemacht, am 5.8. Ja, im August. Die machen das noch. Ja, ich verabschiede mich aus dieser Runde noch einmal an alle Zuschauer, auch Kunden. Es tut uns total recht herzlich leid, aber wir können keine fremden Werbungen machen von Menschen, die wir nicht kennen, die wir nicht kennengelernt haben. Das geht nicht. Es kann sich alles Mögliche daraus entwickeln. Und dieses muss sich nicht daraus entwickeln, weil wir möchten weiterhin freundlich miteinander umgehen. Wir möchten mit allen freundlich begegnen und mit allen auf eine Art auch daran teilhaben, an der Geschichte Cosplay, Kostümieren, an die Geschichte Star Wars, die Geschichte Star Wars. Der Eigner ist nun mal Disney. Disney entscheidet, Disney macht, Disney diktiert und somit parieren wir. Wir denken uns natürlich sicherlich auch selber Figuren aus, Cosplay-Figuren und auch Sachen, die wir dann tragen werden. Noch einmal, wir können keine fremde Werbung machen, wir können über keinen Fremden, den wir nicht kennen, nie kennengelernt haben, Werbung öffentlich machen. Wir sind eine öffentlich-rechtliche Firma, wir sind also bekannt. Und hier kommen täglich Kunden, hier kommen täglich Künstler aus allen Sparten. Wir sind eine Fernsehgemeinschaft, wir gehören zum Fernsehen, wir machen Fernsehgeschichten, wir drehen auch. Aber es kann nicht sein, dass das umsonst wäre. Wir können also nicht ausrücken mit Kameras, mit Ton, mit Licht und für nichts, für gar nichts. Und wir können auch keine Clubs oder Vereine hier ablichten.
denen die Sachen überlassen. Wir haben die Urheberrechte, wir haben das gemacht, wir haben aufgerufen, wir wollten das nutzen und nicht umgekehrt. Also wenn wir aufrufen und man kommt, man will machen, man hilft, dann ist das zum Gunsten von uns, die aufgerufen haben. Ob wir jetzt eine Replay-Geschichte machen, eine Kostümgeschichte machen, also der Veranstalter ist immer derjenige, welche, dem man hilft. So, und nicht umgekehrt. So, wenn ein Veranstalter die Vereine oder uns anschreibt und wir sagen, ja, wir machen gern, wir hätten gern und stellen unsere Sachen zur Verfügung, stellen uns persönlich zur Verfügung als Lord, als, ne, und so weiter. Mahlzeit, Hallöchen. So, fühle mich doch ein bisschen Amazon geschädigt, ne? Habe hier diesen Kylo Ren Helm. Seucht für jeden Kopf sichtbar. Da kann man sicherlich noch was draus machen. Die Firma Disney hat geliefert. Kann man ja nehmen. Ich hoffe, ihr hört mich. Hat keine Elektronik. Denn die Elektronik lohnt sich nicht. Als Cosplayer reicht es an sich vollkommen aus. Als Kostümträger sicherlich, wenn man einen Helm hat, der dementsprechend ist. Wenn man diesen jetzt hier, diesen Zweiteiler, jetzt noch wunderbar veredelt, indem man das Silber nochmal nachzieht, noch ein bisschen bearbeitet, einen richtigen Helm rausmacht. Er hat auch seine Einschläge. Ja. Auf eine Art reicht das vollkommen aus, weil Kylo Ren ab E8 kein Helm mehr trägt. Ja, es fehlen mir noch die schwarzen Haare, die liegen hinten. Die gesamten Figuren stehen hinten. Weil wir verabschieden uns aus 40 Jahren Star Wars. Wir erleben uns im Jahr 2027 wieder. Und wir genießen jetzt erstmal das sommerliche Wetter. Wir werden jetzt in kein Kostüm springen. Und schauen mal, was wir, wie gesagt, aus dieser Sache hier raus machen. Einfaches Plastik. Ja. Preis ist mir jetzt gar nicht mehr bekannt. Kann ich gleich mal nachgucken. Ein paar Sachen kommen noch. Natürlich können wir jetzt immer den Kylo Ren machen. Ja, wir können auch die anderen machen, Revan und einen Ritter von Ren. So ist es nicht. Also unsere Kluft oder Sachen werden sicherlich noch umgebaut, werden sicherlich noch veredelt und dann werden die zu Weihnachten, wenn E8 endlich in die Kinos kommt, damit vielleicht ins Kino gehen, vielleicht auch hier auf der DOCOM 2017 erscheinen. Mal sehen. Mal gucken, was dabei rauskommt, weil wir als Firma nun mal nicht in einen Verein gehen können, weil wir als Firma reagieren müssen. Und bei einem Verein muss dauernd nachgefragt werden, ob man damit einverstanden wäre. Das geht nicht. Also wir machen, was wir machen. Dafür stehen wir auch gerade und können uns da keine Zeitlimits auferlegen. Geht nicht. Können wir nicht. Wollen wir nicht. So, ich bedanke mich total recht herzlich bei den Zuschauern, bei den Kunden, die das hier nicht so richtig ganz verstanden haben, 40 Jahre Star Wars. Wer ein echter Cosplayer ist, der weiß, worum es geht. Wer ein echter Fan ist, weiß auch, worum es gegangen ist. Ich bedanke mich total und recht herzlich bei allen, die hier waren, die aus den Vereinen da waren, aus dem Dortmunder Verein da waren. Ich bedanke mich auch für die Klaus Tegmeier, der aus Herne hier war, der auch vor der laufenden Kamera war und auch gesprochen hat, der mit seinem Sohn da war, der auch Filmaufträge, Fotoaufträge in Auftrag gegeben hatte. Ja, diese kommt dann, und dann mache ich auch Fotos heute Abend, kriege gleich die Puppe wieder aufgesetzt, dann habe ich endlich den Kylo Ren wieder da, der auch eine Untersache bekommt und auch diesen Kragen. Hallöchen! Da fällt mir sicherlich was ein. Vielleicht könnte man so eine Art Kylo Ren Nachrichtensendung machen. Die Kylo Ren. Die Kylo Ren Nachrichtensendung heute. Das Imperium zeigt mal wieder stürmische Momente. So ungefähr. Könnte man machen. So, noch einmal. Ich möchte mich auf dem Weg wirklich mal bedanken für alle, die da waren, mitgemacht haben.
So richtig hat es ja nicht geklappt, ist irgendwie was schief gelaufen. Meine einer, wie gesagt, kann nirgendwo mitmachen. Das geht leider nicht, die Firma hat Vorrang. Meine einer kann auch keine Werbung machen für wildfremde Leute. Also ich kann jetzt hier keine Werbung machen für Kylo Ren, den kenne ich ja überhaupt nicht. Ja, ich mache höchstens für die Maske, für mich persönlich als Kylo Ren Darsteller, als Cosplayer von Ritter von Ren, Revan, da muss Hand angelegt werden, das Kostüm gefällt mir noch nicht, mal gucken, so eine Panzerung besorgen, auf die Panzerung, dann, ne, jetzt Kylo Ren auch, Kylo Ren hat ja auch komplett neue Kluft, habt ihr schon gesehen, ganz schön dick, Pelz sozusagen, also ne, einen dicken Futter, auf dem Futter ist dann auch sein Cape mit eingearbeitet, ja, so richtig, er hat jetzt auch ein Cape, ja, dafür aber keine Maske mehr, die Maske ist zerstört worden, wie auch die Maske von seinem Großvater, die hatte schätzungsweise auch nicht mehr, die hat nämlich Luke Skywalker, wieso, weshalb, warum, werdet ihr in der Episode 8 sicherlich sehen, ne? Ja, mehr sage ich dazu nicht, ich freue mich immer noch, dass man da noch ein bisschen dazugehört, dass man da einige Sachen bekommt, was andere nicht bekommen. Wie gesagt, langsam, aber sicherlich Amazon geschädigt, Figur kaputt, eine überhaupt nicht angekommen, der Kopf hier ist also auch schon mal irgendwie gebraucht worden. Die Preise, also Amazon, das ist ein Marktplatz, Amazon sollte mal schwer drüber nachdenken, die schwarzen Schafe von eBay nicht aufzunehmen, aber Amazon ist da noch ein bisschen blauäugig, aber egal. So, wie gesagt, läuft, ist vollkommen in Ordnung. Wir haben hier halt unseren Ren, Kylo. Ja, ist in Ordnung. Die Maske von Darth Vader sah auch nicht besser aus. Die war auch an sich reines Plastik. War zwar nicht ein Doppler, war an sich ein einfacher. Aber egal. So, wir machen die jetzt ein bisschen enger. Für mich passend. Ne, so, ein bisschen enger. Nicht passend, dann ist der Kopf da innen drin nicht so am Rumbuseln. Ja, jetzt gefällt es, jetzt ist in Ordnung. Ist auch mein Kopf zugesetzt und so weiter. Wir verzichten auch auf die Elektronik, die taucht sich auch nicht. Warum einen Helm kaufen von, ne, reicht vollkommen aus. Ist vollkommen in Ordnung. Wir müssen natürlich sagen, dass der Helm vom Stormtrooper natürlich wirklich besser ist. Ja, auch die Sprachausgabe ist nicht gerade. Also die Uniform von Stormtrooper wird sicherlich auch noch kommen. Dann haben wir eine vollwertige, die man vollwertig anziehen kann. Dann haben wir ja den Kylo auf jeden Fall. An Reven müssen wir arbeiten. Und wie gesagt, die anderen sind ja alle normal, die man halt so vor laufender Kamera dann anziehen kann. Die Sendung für 40 Jahre Star Wars ist somit abgehandelt. Ist erledigt, brauchen wir nicht mehr. In 10 Jahren geht es weiter. Wir wollen ja, wie gesagt, diese Celebration machen irgendwann. Wir wollen auch sicherlich andere Sachen machen. Wir laden alle Kostümplayer ein. An alle Kostümplayer, die ihr hier wissen, auch die, die schon mal hier waren, ihr dürft jederzeit vorbeikommen. Ihr bekommt sowieso Sonderkonditionen, das wisst ihr. Nur selbst kann ich bei euch leider nicht mitmachen. Ich kann leider nicht in Club Herne, ich kann auch nicht in Club Dortmund. Selber hier ein aufmachen wäre vielleicht okay, aber wen soll man da ansprechen? Wer wohnt denn hier? Ne? Wir haben so viel Werbung schon gemacht dafür. Wenn sich da keiner sehen lässt, können wir also da auch nichts machen. Und wenn die normalen Kunden schon Angst haben, wenn so eine Kylo Ren hier mächtig steht, ja okay, sein Lichtschwert brauchen wir auch noch. Das holen wir uns sicherlich auch noch, das Lichtschwert. Es reicht also für eine Convention reicht es aus. Und wenn ich mir da Köln angesehen habe, Frankfurt angesehen habe, hätte dieses auch vollkommen ausgereicht, um dort mitzumachen, um dort irgendetwas auf den Weg zu bringen. Also ist alles machbar. Ne? Also ich mag zwar immer die Perfektion, das Perfekte kostet dann, also dieser Helm perfekt als Replay, als Cosplay bzw. Replik. Hätte dann 900 Euro gekostet. Ob das hier vorne aufgegangen wäre oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls in Amerika hätte ich den Originalhelm vollgewichtigt bestellen können für 900 Dollar. 900 Dollar hätte der gekostet. Aber reicht vollkommen aus. Ne? Bin halt nur ein bisschen unzufrieden mit der Lieferung durch Amazon. Aber ja, weil
Der sieht so gebraucht aus, hat Klebespuren. Ja? Klebt richtig hier. Ja. Ja? Ja, keine Ahnung, vielleicht einer den extra zugeklebt, keine Ahnung. Man kann ja wie gesagt veredeln, so ist es nicht. Ja? Machen wir vielleicht noch. Mal schauen. Aber er soll ja an sich nur dekorativ hier stehen. Er soll ja auch nur dekorativ sein. Der ist jetzt hier an sich nicht eingekauft worden, um diesen hier zu verkaufen. Nö. Ne? Also, ihr Star Wars Fans. Und an alle anderen, also wie gesagt, ich kann nicht blind hier Werbung machen. Geht nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, er ist ein super Sänger und so. Ich kenne ihn ja gar nicht. Die anderen habe ich ja alle mal kennengelernt. DJ Valdez aus Malaysia, der war wirklich hier. Ja, wir haben uns wirklich unterhalten. Auch durch Dolmetscher, ist klar. Kantonesisch kann ich nicht. Aber wie gesagt, ja, die Leute waren hier. Und wenn die Leute hier waren, dann kann ich auch Werbung machen. Ja, gerade war Mord mit Aussicht einer da. Ne? So, Peter Rüb zum Beispiel, Schauspieler. Wir waren vorhin hier, wir haben uns über sein neues Buch unterhalten. Er schreibt ein neues Buch, jetzt möchte er ein Kinderbuch schreiben. Ja, darüber kann man nicht dann, weil die sind wirklich hier. Die können wirklich kann man auch hier um die Ecke kommen und sagen, ne? So, aber ich kann keinen Wildfremden, den ich noch nie kennengelernt habe, den ich noch nie gesehen habe. Wirklich, gar nichts, kann ich keine Werbung machen, das geht nicht, das klappt nicht. Ne? Denkt dran, wir sind eine Firma und wir machen das hier nicht als Hobby. Das ist hier kein Hobby. Das hat alles schon einen Sinn, was wir hier machen und wie wir es machen. Das ist unsere Idee halt, die wir hier zum Besten bringen. Und somit sind wir froh, wenn einige das hier auch verstehen. Kylo Ren. Die Sendung war anders geplant. Die war an sich schon fertig. Aber ich habe mir gedacht, im Nachhinein, da wir ja auch im Mai Amazon verrückt waren, schauen wir mal, wie verpackt wurde. Ich möchte mich beim Phil Diaries bedanken. Fanwerk, der immer so tolle Ideen hat, der uns sagt, welche Figuren wir nehmen sollen, welche nicht. Also ist gut verpackt, ziemlich warm angekommen, angeblich nachkoloriert, ja, auch in EP8 dann zu sehen. Ist also nachkoloriert. General Hux, ja, hat ein bisschen gelitten hier. Die Verpackung hat hier oben ein bisschen gelitten. Hier unten auch. Soll angeblich eine nachgepaintete sein, also nachkolorierte. Ja, sieht aber gut aus. General Hux. Ja, also schlecht sieht er nicht aus. Ja, und dann haben wir natürlich ihn hier in seinen vollen 15 cm Mr. Darth Maul. Ja, also Darth Maul. Mit Wechselkopf, so wie er in Episode 1 war, ja, das Maul aus Episode 1, erstklassig verarbeitet, sieht auch super aus, erstklassig verarbeitet und sieht super aus, so wie er im Teil 1 halt zu sehen war. Ja, General Hux sieht auch noch was aus, muss man einfach so sagen, der kommt jetzt neben Kylo Ren. Er bekommt natürlich eine andere Ecke, ist klar. Ja, würde ich sagen. Ne? Ihn kann man dann heute Abend wieder, am 17. Juni zeigt Walt Disney alle Rebels-Filme wieder. Also ist heute alles angekommen. Der Helm ist heute angekommen. Die beiden Figuren sind angekommen. Wie gesagt, das ist eine Nachlese zur Sendung. Ich hoffe, hat ein bisschen gefallen. Bisschen Wehmut, wenn man Abschied nimmt, aber die Sendung hat sich jetzt erledigt. Die Sendung ist jetzt zu Ende. Star Wars 40 Jahre, Happy Birthday ist auch zu Ende. Walt Disney, einen ganzen Monat Walt Disney war dort zu sehen. Und ja, wie gesagt, ich werde nicht mehr so bei, egal wo ich einkaufe, ich kriege nie die Ware so, wie ich sie gerne hätte. Ich bin auch kein Sammler mehr, soll es egal sein. Die Wand soll nach was ausschauen und die Wand schaut was nach was aus, muss ich einfach so sagen. Ich habe jetzt da die Episode 8 hängen, außer oder war eh kaum zu sehen, Mark Hamill als Luke Skywalker. Vielleicht kriege ich ihn ja noch als Luke Skywalker, dann hänge ich ihn halt auch dahin. Jetzt habe ich einmal Rogue One. Dann habe ich jetzt die Geschichte hier Episode 8, nein, 7, richtig? Und dann habe ich natürlich die Episode 1 noch mit Darth Maul. Also Darth Maul ist verdammt gut.
verdammt schwer. Ja, ist verdammt schwer. Sieht auch richtig schön diabolisch aus. Ja. Ja, hat was. Wechselkopf. Ja. Zu empfehlen. Absolut zu empfehlen. Ihr kennt den Preis, brauchen wir nicht drüber unterhalten. Ja, und das war's dann. Das war's jetzt. Und ich lade euch noch einmal ein zur DOCON 2017. Am 5.8. Geht hin, besucht die Truppe, besucht die Jungs und Mädels aus Dortmund. Konntet ihr auch beim WDR sehen. Und noch einmal, kommt der WDR, zahlen wir die Gebühren, kommen wir, werden wir bezahlt. Wir sind die Freien. Die freien Medien, die freie Presse, das sind wir. Okay, das war's dann. Das war der ganze Monat Mai mit Videoclips. Ja, man ist so ein bisschen wehmütig. Aber wir kommen ja wieder. Dauert zwar ein bisschen, aber wir kommen wieder. That was Star Wars.